Kommen wir nun zu Teil C des Videos zu den zentralen Rechenwerken. Im Teil C dieses Videos möchte ich nun die drei Rechenwerke mit ihren jeweiligen Zusammenhängen darstellen. Die Bilanz ist eine Stichtagsbetrachtung. Der Stichtag kann bei der Gründung des Unternehmens sein, das ist dann die Eröffnungsbilanz, oder zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel nach dem ersten Halbjahr, das wäre hier der 30. Juni, oder nach Ablauf eines Jahres, zum Beispiel zum 31. Dezember. Wann auch immer die Stichtage sind, die Bilanz ist für den jeweiligen Tag eine Stichtagsbetrachtung. Dazwischen liegen im Sinne einer Stromgrößenbetrachtung die Kapitalflussrechnung und die Gewinn- und Verlustrechnung. Dadurch wird auch klar, warum wir in der ursprünglichen Darstellung der drei Rechenwerke die besagten zwei roten Pfeile eingezeichnet hatten. Die Kapitalflussrechnung zeigt für zum Beispiel den Zeitraum zwischen 30. Juni und 31. Dezember, für diesen Zeitraum zeigt die Kapitalflussrechnung die Veränderung der liquiden Mittel, sprich die Einzahlungen und Auszahlungen. Somit kann also ein Umlaufvermögen und vor allem darin die liquiden Mittel vom 30. Juni und vom 31. Dezember kann die Veränderung dazwischen über die Kapitalflussrechnung erklärt werden. Ähnlich ist es bei der Gewinn- und Verlustrechnung, denn in der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich für die abgelaufene Periode ein Jahresüberschuss bzw. ein Fehlbetrag. Ein solcher Jahresüberschuss kann dann das Eigenkapital entsprechend erhöhen. Wenn also mal verschiedene andere Elemente wie eine Eigenkapitalerhöhung außer Acht gelassen, das Eigenkapital vom 30. Juni zum 31. Dezember gestiegen ist, dann wird diese Differenz auf den Jahresüberschuss zurückzuführen sein. Wir haben nun Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung zumindest grob kennengelernt. Im Geschäftsbericht eines börsennotierten Konzernes wird es allerdings noch zusätzliche Elemente geben. Erstens den Anhang. Dieser enthält Erläuterungen zu Bilanz- und GUF-Positionen. Das können zum Beispiel die Bewertungsmethoden sein. Zweitens kann es eine Eigenkapitalveränderungsrechnung geben, die erklärt neben dem angefallenen Gewinn bzw. Verlust auch, ob es Eigenkapitalerhöhungen oder zum Beispiel Effekte aus einer Ausschüttung gab, um dann vollständig vom einen Stichtag auf den anderen Stichtag erklären zu können, wie und warum sich das Eigenkapital verändert hat. Drittens der Segmentbericht. Wenn unser Kaufmann also nicht nur Salz handelt, sondern darüber hinaus auch Kupfer handelt oder irgendwann selber Eselskarren herstellt, dann kann es sein, dass er für diese unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten jeweils ein eigenes Segment bildet und dann dementsprechend einen Segmentbericht zur Übersicht dieser unterschiedlichen Tätigkeiten aufstellt. Viertens kann es im Geschäftsbericht eines börsennotierten Konzernes einen Lagebericht geben. Dieser enthält dann weitere Angaben zum Geschäftsverlauf, zu den Risiken und zu den Zukunftsprognosen. Dazu allerdings zu einem späteren Punkt weitere Details. Was haben wir nun in diesen drei Teilen des Videos zum Thema Rechenwerke gelernt? Erstens, wir haben einzelne Geschäftsvorfälle im Unternehmen, die wir betrachten müssen. Ein Geschäftsvorfall kann der Kauf des Sackes Salz sein oder der Kauf des Eselskarren sein, kann die Aufnahme eines Kredites sein, etc. Wenn wir diese Geschäftsvorfälle und ihre Auswirkungen analysieren wollen, müssen wir die drei zentralen Rechenwerke, also KFR, Bilanz und GUF, und das jeweilige Zusammenspiel betrachten. Dabei zeigt die KFR die Veränderung der liquiden Mittel. Es werden also alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die zu einer Einzahlung oder Auszahlung führen. Also wann immer im Geldbeutel des Dukaten Gold- bzw. Silbermünzen dazukommen bzw. aus dem Geldbeutel abfließen, ist dies ein Geschäftsvorfall für die Kapitalflussrechnung. In der Bilanz sehen wir zu einem Stichtag die Mittelverwendung und die Mittelherkunft.
Unterteilt wurde das dann in Umlaufvermögen und Anlagevermögen sowie in Eigenkapital und Fremdkapital. Die GUF ist eine periodisierte Erfolgsabgrenzung, denn es gilt, den Erfolg des Unternehmens zu ermitteln, aber eben genau für die abgelaufene Periode. Besonders deutlich wurde das am Beispiel des Eselskarren. Während in der Kapitalflussrechnung der volle Kaufpreis für den Eselskarren im jeweiligen Jahr des Kaufes abgebildet wurde, so wird in der Gewinn- und Verlustrechnung nur der Anteil des Eselskarren abgebildet, der rechnerisch an Wertverlust eingetreten ist. Also zum Beispiel, wenn der Eselskarren auf 10 Jahre nutzbar ist, dann würde ein Zehntel des Wertes im ersten Jahr, das ist zumindest eine Vorgehensweise, in der GUF abgebildet werden. Wir haben also die Bilanz als Stichtagsbetrachtung, zum Beispiel 30. Juni und 31. Dezember, und wir haben dazwischen die Stromgrößen aus KFR und GUF. Neben den drei zentralen Rechenwerken haben wir zudem gelernt, dass es im Geschäftsbericht eines börsennotierten Konzernes noch weitere Elemente wie zum Beispiel Anhang- und Lagebericht geben kann. Mein Name ist Max Leitersdorf und ich hoffe, dass dieses Video bei der Vor- und Nachbereitung von Vorlesungen helfen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.